Spannende Verfolgungsjagden und herrliche Grafik. Das waren die Zutaten vom Arcade-Hit Chase HQ. Mit einem Sportwagen ausgestattet, jagt ihr Verbrechern hinterher und müsst diese einfangen. Wie so viele Spielhallen-Hits wurde auch dieses natürlich auch für die Heimkonsolen portiert und so hat es auch seinen Weg auf den grauen Begleiter von Nintendo geschafft. Weiß es dort auch zu begeistern? Was taugt Chase HQ für den Game Boy heute noch? Das Spiel wurde von der Bits Corporation Limited entwickelt und von Bandai bei uns und in Japan 1991 veröffentlicht. In Nordamerika erschien es ein Jahr früher. Wie schon angesprochen, basiert das Spiel auf dem Spielautomaten, der 1988 in die Spielhallen kam. Dieser brachte dann auch einige Nachfolger hervor. Das Spielprinzip ist schnell erklärt. Es ist wie das Spielhallenvorbild ein Rennspiel. Aus der von Autobahn bekannten Perspektive steuert ihr euren Porsche. Ja? Das soll ein Porsche sein. Die Straßen entlang, weicht anderen Fahrern und Hindernissen aus und versucht den Fiesling zu schnappen. Mit dem Steuerkreuz nach vorne gebt ihr Gas, dann könnt ihr noch den Turbo einsetzen und ihr müsst schalten. Ja, schalten! Eine Automatik gibt es nicht. Aber keine Angst, es gibt gerade mal zwei Gänge. Also ist das sehr, sehr anspruchslos und ich frage mich ehrlich gesagt, wieso das Spielbestandteil ist. Das Spiel hat aber ein großes Hauptproblem. Die Level spielen sich alle komplett gleich. Der einzige Unterschied ist das Auswechseln der Panoramalandschaft und das Verkehrsaufkommen. Jedes Mal fangt ihr an, indem ihr euch dem Verbrecher nähert. Ihr fahrt durch einen Tunnel, weicht Autos aus und so weiter. Und dann kommt immer, aber auch immer eine Abweichung, die ihr nach links nehmen müsst. Bei dem rechten Weg wiederholt sich dann einfach der letzte Teilabschnitt. Dann müsst ihr immer, ja immer, durch einen Abschnitt von Büschen auf der Straße und dann nähert ihr euch den Fiesling und rammt ihn dann so lange, bis ihr ihn automatisch festnehmt. So spielt sich jedes der Level. Exakt so. Das wird schon nach dem zweiten Abschnitt langweilig. Wieso gibt es hier keine Variation? Und die Steuerung erst. Die fühlt sich allgemein nicht sehr gut an und vermittelt eher einen schwammigen Eindruck. Komplett verhagelt sie aber immerhin nicht euer Spielvergnügen. Es gibt aber wesentlich Besseres. Ein Passwortsystem oder ähnliches gibt es nicht, aber ehrlich gesagt, braucht es das auch nicht. Das Spiel ist eh tendenziell ziemlich leicht und ihr könnt ruckzuck durchspielen. Technisch, naja, steht das Spiel allgemein nicht sonderlich gut da, aber auch nicht schlecht. Die Grafik ist jetzt nichts Besonderes, eher zweckmäßig, tut aber seinen Job und es kommt kaum zu Rucklern. Nur das Geschwindigkeitsgefühl kommt bei anderen Spielen mit der Ansicht auf jeden Fall wesentlich besser rüber. Wo es richtig mies wird, ist das Sound. Ich meine, man kann jetzt an Soundeffekten nicht viel verlangen, aber oh mein Gott, der nervt einfach. Was taugt Chase HQ also heute noch? Ganz ehrlich, ich wurde nicht wirklich warm mit dem Spiel. Es krankt an so vielen kleinen Details. Die Steuerung ist irgendwie seltsam, die Technik ist nicht die beste und der Umfang ist auch nicht gerade pralle. Es gibt so viele andere gute Rennspiele auf dem System, zu denen man eher greifen sollte. Das war Test zu Chase HQ für den Game Boy. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal, ihr fantastischen Menschen. Macht's gut.